Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Gründe es geben kann, in die Türkei auszuwandern oder sich für längere Zeit dort aufzuhalten und auch natürlich, warum haben wir es gemacht? Warum haben wir uns als zusätzlichen oder zukünftigen Lebensstandort die Türkei und ganz speziell auch Alanya, den Küstenort, der im Moment richtig einen Hype erlebt, ausgesucht. Und ich möchte euch drei Gründe dafür nennen, warum die Türkei allgemein, das hat gar nicht so viel mit Alanya oder mit den Küstenorten, mit den Touristenorten an sich zu tun, sondern ganz allgemein gesprochen, warum sollte man sich diesen Auswandererort einmal ganz genau anschauen und welche Gründe waren es, die uns dazu veranlasst haben. Punkt Nummer eins ist natürlich ganz klar die verminderten Lebenshaltungskosten. Sie sind dort sehr viel günstiger als in Deutschland. Das kann man, glaube ich, so benennen. Und man spricht davon, dass es 60% günstiger sein soll, wenn man in der Türkei lebt. Ich möchte das in Anführungsstriche setzen und würde das vom Ort abhängig machen. Wenn man sich jetzt Istanbul einmal betrachtet, und auch dieser Auswanderungsort in der Türkei ist ja sehr beliebt von Menschen aus der ganzen Welt, muss man einfach auch klar feststellen, dass Istanbul unheimlich teuer ist. Und das betrifft eigentlich alles. Es betrifft die Wohnkosten, es betrifft auch die Lebensmittelpreise, denn dort sind die Lebensmittelpreise auf den Basaren und ähnliches auch teurer als jetzt vielleicht bei uns in Alanya. Man muss auch bedenken, dass man dort höchstwahrscheinlich ein Auto braucht, weil nämlich die Arbeitsorte, wenn man denn dort arbeiten muss und möchte, das ist ja auch der Hauptgrund, warum viele dorthin gehen, weil sie dort bessere Arbeitsmöglichkeiten haben. Ist es häufig so, dass man einen günstigen Wohnraum vielleicht am Ende der Stadt oder ein bisschen außerhalb von Istanbul wählt, um zumindest diese Form von Lebenshaltungskosten ein wenig zu minimieren zu können. Da muss man aber bedenken, dass man einmal quer wahrscheinlich durch die Stadt fahren muss und das erstmal ein ganz enormer Zeitverlust ist, weil es sehr, sehr voll ist im Istanbuler Straßenverkehr und zwar zu jeder Zeit, aber gerade in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags gegen Abend ist es brechend voll, sodass ich schon von Menschen gehört habe, die tatsächlich 2 Stunden Arbeitsweg haben, wenn nicht noch mehr, weil sie von einer Stadtseite zur anderen fahren müssen, um zu arbeiten. Das sind dann 4 bis 5 Stunden Zeitverlust in einer und derselben Stadt. Und natürlich auch eine Kostenfrage. Fährt man mit dem Auto und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was durchaus möglich ist, aber auch das dauert lange, logischerweise, weil auch die Busse ja im Verkehr stecken. Dann hat man natürlich auch Benzinkosten. Man hat auch natürlich Autokosten, die auch laufen, sind zwar günstiger als bei uns in Deutschland, aber trotzdem, summa summarum, macht das Leben in Istanbul schon ein großes Manko an Kostenfaktor aus, den man unbedingt berechnen muss. Wenn man sich jetzt im Inneren des Landes ein wenig umguckt, würde man sagen, kleinere Städte um Ankara herumliegend oder kleinere Orte in der Mitte des Landes, Orte, die nicht so überfüllt sind, die nicht so einen großen Touristenmagnetpunkt bilden wie Istanbul oder einen Arbeitshauptstandpunkt bildet wie Istanbul, dann würde ich sagen, dass man durchaus an Wohnkosten enorm sparen kann. Man kann dort unter 100 Euro Wohnungen finden, auf jeden Fall. Und auch die Lebensmittelpreise auf den Basaren sind in Orten, die nicht so überfüllt sind und nicht so überlaufen sind, die kleiner sind und die ländlicher gelegen auch auf jeden Fall günstiger. Da ist irgendwas runtergefallen vom Baum. Wenn man jetzt in die Küstenregion geht, und da wandern ja die meisten Menschen dieser Welt hin, damit sie eben ein gutes Klima haben, ein angenehmes Lebensgefühl haben, was Strand und Ähnliches betrifft, da kann man durchaus ja mit Wohnungen rechnen, die um die 100, 150, 250, man kann natürlich auch günstiger gehen, wenn man da Chancen hat, wenn man Beziehungen hat, wenn man da Glück hat, kann man auch unter 100 Euro noch Wohnungen finden in Touristengebieten. Die sind dann aber natürlich auch vom Standard sehr weit unten anzusiedeln, wenn nicht unteres bis mittleres Niveau. Aber wenn man Glück hat, kann man das durchaus machen. Und man kann auch schon eine gute Wohnung um die 200 Euro, umgerechnet natürlich immer,
ergattern. Und ich finde das schon auf jeden Fall sehr viel günstiger als die Mieten hier in Deutschland, ganz egal, wo man wohnt. Also wir sind hier auf dem Land zum Beispiel in Niedersachsen und haben hier auch Mietpreise von 300, 400 Euro, 500 Euro. Also da muss man auf jeden Fall, da muss man auf jeden Fall kalkulieren, dass man da billiger wegkommt, was Mieten betrifft. Wenn man sich auch in den Küstenregionen ein bisschen umschaut, kann man durchaus fündig werden, was aber nicht immer so einfach ist, weil natürlich Wohnungen gerne verkauft werden oder an Feriengäste oder tageweise vermietet werden und dann im Sommer oder in den Nebensaisons, Saisonzeiten durchaus auch teuer sind, ja, so dass man dann teurer vermietet werden möchte, so dass man dann auch hohe Mietpreise hat, wenn man dort sich einmieten möchte. Das kann durchaus sein, deswegen vielleicht so im Winter nach Wohnungen suchen, das wäre so mein Rat, wenn ihr die Touristengebiete als euer Auswanderungsgebiet auserkoren habt. Nummer zwei, und das ist für mich überhaupt ja einer der größten Vorteile, die die Türkei hat, sie ist nämlich unwahrscheinlich kinderfreundlich und familienfreundlich. Also ich habe so lange dort gelebt und ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich über Kindergeschrei beschwert hat, bis auf eine Ausnahme. Eine Ausnahme hatte ich, okay, aber das war auch eine ganz alte Frau und ich glaube, die hat gar nicht mehr so richtig gewusst, was sie überhaupt da macht. Habe ich nie Beschwerden gehört und ich bin ja mit ganz vielen kleinen Kindern, habe ich ja gelebt in der Türkei lange Jahre und es war immer kinderfreundlich, jeder hilft, wenn man irgendetwas braucht, es wird Platz gemacht, es wird im Bus, fällt immer irgendwas runter, es wird im Bus geholfen, also ich bin mit meinem Enkel zum Beispiel vor 6 Jahren oder so in Isparta eine ganze Zeit gewesen und auch dort hat man mir in den Bus geholfen, es sind 5 Menschen aufgestanden, weil ich mit dem Kinderwagen nicht runterkam, weil der Busfahrer nicht so schnell war und den Bus nicht nach unten fuhr, haben die mir geholfen und dann brach auch was ab vom Kinderwagen, dann haben sie mir geholfen, das wieder heil zu machen, haben das Kind getröstet, weil es ein bisschen geweint hat, mir wurde Platz gemacht, wenn ich mit dem Kinderwagen spazieren gegangen bin und ich konnte jeden ansprechen, wenn ich auch nur irgendeine Art von Hilfe hätte benötigt mit den Kindern und das war immer so und ich glaube, das wird auch immer bleiben, weil die Türken einfach sehr, sehr kinder- und familienfreundlich sind und auch sehr, sehr hilfsbereit sind. Also das geht auch schon, wenn mal jemand einen Unfall hat. Also wir haben 2 schwere Unfälle in der Türkei gesehen und jedes Mal waren wirklich ganz viele helfende Hände, um nicht nur erste Hilfe zu leisten, sondern um ein Taschentuch zu geben, um Tränen wegzuwischen, um in den Arm zu nehmen, fremde Menschen, weil das Familienmitglied einfach so schwer verletzt war, um einfach Hilfe, praktische Hilfe zu geben und nicht zu gaffen. Gegafft hat keiner. Ich habe das niemals erlebt, dass dort gegafft wurde, sondern es war einfach ein positives, ein Gucken, um Hilfe anzubieten. Und wenn man gemerkt hat, da wird keine Hilfe benötigt, sind die weitergegangen. Das habe ich öfters erlebt dort. Und es ist einfach eine Hilfsbereitschaft, ein Respekt anderen Menschen gegenüber, der erschlägt mich immer wieder. Und ich kann nur sagen, ein Leben mit Kindern, jetzt kommt hier die Sonne voll raus, ein Leben mit Kindern in der Türkei ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön mit anzuschauen, wie dort mit Familien und Kindern umgegangen wird. Ja, aufstehen, sonst seht ihr mich ja nicht mehr. Und die dritte Möglichkeit und der dritte Grund, auszuwandern in die Türkei, ist auf jeden Fall, dass man sich geschäftlich dort noch gut selbstständig machen kann. Ich glaube, Deutschland und auch andere Länder dieser Welt sind sehr ausgereizt, was das Gründen von neuen Geschäftsideen betrifft. Es ist eigentlich alles schon vorhanden, was man sich so wünscht, auf was man für Bedürfnisse hat. Und in der Türkei ist das, finde ich, so ein bisschen wie das frühe Amerika früher, wo man vom Tellerwäscher durchaus auch mal Millionär werden kann. Gerade was Online-Business betrifft, denn da steckt alles noch in den Kinderschuhen, habe ich das Gefühl, was Webseiten betrifft, was Verkaufs-Online-Shops betrifft, was die Lieferung von Waren betrifft, was auch die Qualität der Lieferung der Ware und dem Umgang mit den Menschen, die sich online irgendetwas bestellen, betrifft. Ja, da gibt es sowohl in der Logistik eine Menge Ideen, die man umsetzen kann, als auch in der Webseitengestaltung, als auch in dem Betrieb eines Online-Shops selbst, weil
es gibt eigentlich so nur große Läden, große Business Geschäfte, die noch einen Online-Shop anbieten, die eine überhaupt nur eine Webseite haben, wo man mal gucken kann, was gibt es denn dort überhaupt und welche Öffnungszeiten haben die und wie kann man sich dann vielleicht mal was liefern lassen oder so. Das habe ich ganz selten dort nur erlebt und da ist ein enormes Potenzial. Auch was den Aufbau von Webseiten betrifft, was die Pflege von Webseiten und die Betreuung von Kunden und Geschäftsinhabern betrifft, da kann man ganz viel noch machen und ich denke, dass da auch sehr viel Geld zu verdienen ist, wenn man da so ein bisschen Ideen hat und so ein bisschen auch Händchen für hat mit Kunden und natürlich, und das ist immer ganz wichtig, muss man aber auch wissen, wie man mit den Türken umgeht. Darüber werde ich noch mal ein anderes Video machen, da werde ich euch erzählen, was wichtig ist und wie man gut mit dieser anderen Kultur, mit dem anderen Wesen, was ja auch viele Länder ausbildet oder auszeichnet, wie man damit umgeht und wie man auch gut vorankommt und dort gut dann auch Geschäfte machen kann. Das ist natürlich sehr wichtig, denn so zwischenmenschliche Beziehungen sind für die Türken sehr, sehr meinungsbildend und sehr, sehr potenziell wichtig, würde ich mal so behaupten. Genau, meine Lieben, jetzt habe ich euch drei Gründe genannt, warum man sich mal mit diesem Land, mit der tollen Türkei beschäftigen sollte und warum es auf jeden Fall einmal eine Überlegung wert ist, die Türkei als Auswanderungsland in Betracht zu ziehen. Und wenn ihr mich jetzt fragt, nach all den Punkten, die ich euch jetzt genannt habe, warum wir das gemacht haben, klar, bei uns ergibt sich natürlich noch eine Besonderheit. Mein Mann ist Türke und insofern spielt für uns dies natürlich eine große Rolle, auch in diesem Land dann irgendwann zu leben, beziehungsweise wir leben ja schon teilweise dort und haben es auch jetzt in Zukunft natürlich auch vor. Deswegen ist die Türkei für uns außer Frage natürlich das Land, wo wir gerne hinwollen. Außerdem kennen wir die Sprache, wir sprechen die Sprache, wir kennen die Kultur, wir leben in der Kultur und das ist natürlich für uns ein großer Vorteil diesbezüglich. Aber ich muss sagen, dass für uns hauptsächlich einfach auch das angenehme Leben dort eine große Rolle gespielt hat. Die Menschen sind sehr freundlich, sind sehr gut gelaunt eigentlich immer. Denn logisch, die Sonne scheint da jeden Tag. Es ist einfach ein angenehmes Klima. Wir wohnen ja in Alanya, also in einer Touristengegend. Und dort ist eigentlich Urlaub und Leben vereint. Und von daher auch schon mal so ein ganz anderes Lebensgefühl. Das kann ich schon so behaupten. Aber wie gesagt, mir gefällt auch die Freundlichkeit, die den Kindern entgegengebracht wird. Mir gefällt einfach das Wesen der Türken, die so herzlich sind und auch Fremde freundlich und sehr sozial aufnehmen. Also obwohl viele Menschen ja total unterschiedlich sind. Klar, die verdienen auch mit Touristen, das ist schon klar. Aber glaubt mir, die Türken sind sehr, sehr stolz und sehr, sehr eigen, was das Zwischenmenschliche betrifft. Und wenn sie den nicht mögen, ich glaube, dann würden die auch sein Geld nicht nehmen. Also die Erfahrung habe ich jedenfalls oft gemacht. Und deswegen für uns spielt die Herzlichkeit eine Rolle, das Klima eine Rolle. Und für uns spielt natürlich auch eine Rolle, dass es dort sehr viel günstiger ist in den Lebenshaltungskosten. Das kann man schon so sagen. Ich würde jetzt 60% nicht unterstreichen oder teilweise, weil die Mietkosten natürlich doch schon sehr viel günstiger sind, aber ich würde eher so 40-50%, wenn überhaupt, sagen, denn auch dort sind die Preise in den letzten Jahren wirklich immens angestiegen, sowohl was Lebensmittel betrifft, als auch was Strom und Wasser und auch Mieten betrifft und Kaufpreise von Immobilien und ähnliches. Das muss man alles einfach bedenken, muss man berücksichtigen und muss man auch in seine Schlussrechnung mit einbeziehen. Da würde ich auf jeden Fall zu raten und nicht einfach sagen, ja, irgendjemand sagt 60% günstiger und dann stimmt das schon, sondern jeder hat ja auch so sein persönliches Level, wo er hin möchte und wo er auch mit leben kann. Wenn man jetzt sagt, ich gehe in eine Altbauwohnung und es macht mir alles nichts aus, unterer Standard, mittlerer Standard, ich esse auch günstig, gehe auf die Basare, gehe auch mal ins Inland rein und muss jetzt hier nicht an den Touristenbasaren einkaufen, dann kann man und gehe mal zum Bauern und frag mal, komm, ich kaufe dir jeden Morgen einen Liter Milch und 5 Eier ab und hol dir auch mal, möchte auch mal ein geschlachtetes Huhn oder ein Schaf oder so. Und dann trifft man vielleicht noch eine Vereinbarung mit Gemüse und Obst, was der Bauer auch noch anbaut. Dann kann man auf jeden Fall günstig
leben. Es gibt viele Leute, die das machen, die weiter oben in den Bergen wohnen und dort Beziehungen und Freundschaften zu Bauern entwickelt haben und dort auch kostenlos teilweise das Gemüse und Obst essen dürfen. Also wir haben auch jemanden, der bei uns in der Nähe Betrieb hat und wir können da auch alles uns nehmen. Das hat uns angeboten, machen wir natürlich nicht, weil das macht man ja dann doch nicht. Ne? Also wenn man da als Tourist sind wir ja nicht, aber also dann nehme ich doch den Bauern seine Bananen, seine Äpfel und was er da hat, nicht noch weg und esse das. Also das würde ich nie machen. Das ist immer so ein Geben und Nehmen, finde ich. Und wenn man was nimmt, dann soll man auch was geben. Und wenn man gibt, dann kommt es auch wieder rein. Davon bin ich fest überzeugt. Genau, und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Danke euch, dass ihr mir wieder zugeschaut habt und bis bald.